Hallo und seid ihr bereit für einen weiteren Part Mario Kart 8 Deluxe, den ich dieses Mal im Panzer hab? Ich bin's auf jeden Fall. Ja, herzlich willkommen. Nochmal eine zweite Begrüßung, aber egal. Ja, wir fahren den Panzer Cup. Einfachen Cup. Ich wollte erst das so von oben nach unten erspielen, aber ich dachte mir so, nee, ich mach mal die chronologische Reihenfolge. Die ist von der Wii. Okay. Und wenn euch natürlich das Video gefällt, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen. Und wenn ihr wollt, auch kommentieren. Und auf geht's! Driften verlernt oder was? Aber die nächsten Cups werden auch wieder ein bisschen einfacher. Nur die letzten vier, die man bei der Wii U kaufen konnte als extra DLC, die werden noch ein bisschen haariger so. Vor allem Koopas Großstadtfieber. Ach nee, das war nicht Bowsers Großstadtfieber, sondern Koopas Großstadtfieber. Ja gut, Bowser gehört ja auch zu den Personen, oder irgendwas. Oh, geht weg. Oh, ich sehe nichts. Deswegen habe ich auch nicht gedriftet, weil es war mir zu heikel. Ich glaube, da drifte ich generell nicht, weil das ein bisschen finde ich also nicht geeignet fürs Driften, aber das muss ja jeder selber entscheiden. Warum fahre ich jetzt immer gegen Zaun? Ich finde das nicht okay. Aber es finde ich auch eine schöne Strecke. Die erinnert mich immer an die. Ah ne, die heißt auch Nino Farm, ne? Ja, sorry, ich habe das Spiel so oft gespielt, aber manchmal vergesse ich auch die Namen und eben habe ich auch nicht darauf geachtet. Also schon, aber nur, dass da halt Wii steht. Dass der Wii stand. Also steht im Stand. Ich wollte sagen, weil es erinnert mich an. Mario Kart 64 wollte ich sagen. Und schon die letzte Runde, bitte was? Richtig flitzermäßig unterwegs hier. Mit meinem Bike. Marios Piste, das finde ich auch schön gemacht. Es war auch eher so eine Standardrennstrecke, also einfach so normal, wo nicht so viel passiert, außer es halt das Hochpferd, wie wir eben gesehen haben. Aber ich finde, solche Strecken müssen auch mal sein, so einfach so normale, die auch ein bisschen easy sind, obwohl die können auch dreckig sein. Also man kann halt bei jeder Strecke abkacken, ist ja klar. Nicht sowieso. Falsch gedriftet. Aber Gott sei Dank die Red Shell nicht bekommen. Aber ich bin echt mal gespannt, wie ich im 200er Cup abschneide. Weil auf der Wii U habe ich nämlich probiert, die goldenen Cups. Goldenen Cups essen. Ihr merkt schon, also es wird heute mit mir nichts, weil ich nehme ja die Mario Kart 8 Let's Play Parts. Die nehme ich also nicht alle auf einmal auf, aber viele. Und heute ist halt immer noch der Tag, der, naja, ist. Wie ich im letzten Part schon meinte, verflucht, weil der letzte Part, den nehme ich auch am gleichen Tag auf und den nächsten auch. Also ich spiele heute noch den Bananen-Cup. Boah, da finde ich ja den Pokal super schön, ne? In diesem Fass. Bei den letzten finde ich zwar schade, oder jetzt bei Mario Kart 8 mit diesem Booster-Fass, das habe ich, auch gesehen, also ich finde, die hätten vielleicht so bei den praktisch bei den vier neuen Wii U DLC Strecken und auch bei den neuen Strecken die Pokale nochmal individueller machen können, so wie sie es bei den ersten Strecken halt gemacht haben. So, also klar, ich verstehe es wegen Zeit und so, aber
Weiß ich, das hätte ich noch ein bisschen schön gefunden, so. Cheap Sheet stand auch, ich finde ich auch schön. Ja, ich weiß, ich sag's Gefühl bei jeder Strecke, aber es ist auch einfach so. Jedes irgendwie hat irgendwas, wo man sagt, yo, das finde ich cool, das finde ich schön. Und was weiß ich, was man noch nehmen kann. Die habe ich tatsächlich, weil ich Mario Kart DS nicht hatte, obwohl das möchte ich dann auch nachholen. Also wollte ich eigentlich auch nachkaufen. Wo man kann es ja bestimmt auch auf dem Emulator spielen, aber das werde ich auch spielen. Ich wollte sowieso alle Mario Kart Titel oder zumindest die meisten nochmal nachspielen auf dem Emulator hier auf diesem Kanal. Deswegen könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Und auch keine Mario Kart Titel, also andere Kart Titel, so wie jetzt Sonic zum Beispiel oder auch Garfield Kart zum Beispiel. Jetzt habe ich zweimal zum Beispiel. Ich hätte die aufnehmen sollen, aber ich denke mir so, ach scheiß drauf, haben die Leute mehr zu lachen. Oh Mann. Ja, ist halt auch menschlich, ne? Also man hat ja auch schlechte Tage. Und YouTuber halt auch, seit will ich mir mal. Wie man sieht, auch mehr. Och Mann! Ach, ich konzentriere mich jetzt mehr, ey. Mann. Oh, ich habe noch eine Banane. Ist mir gar nicht aufgefallen. Naja, zumindest muss ich hier nicht driften. Ich habe erst gedacht, die trifft mich noch vor dem Ziel, aber nein. Nein, nein, nein. Aber ich weiß, dass es jetzt zwar spät kommt oder vielleicht nicht so spät, kommt drauf an. Gut, das Video kommt jetzt später raus. Ich würde schätzen. Hupsala. Ich habe den Sprungknopf gedrückt, den Mai. Im Mai. Wie schon gesagt, so häufig meine Sprachfehler und irgendwie Verwirrtheit oder so. Es ist einfach. In dem Bezug nicht mein Tag. Könnte aber auch daran liegen, dass es mir gestern Abend und heute Morgen noch teils nicht so gut ging, weil ich gestern eine Migräneattacke gekriegt habe. Und zwar nicht ganz ohne. Und da musste ich auch früher ins Bett gehen, ey, wo ich mir dachte, oh Mann, ich wollte heute länger aufbleiben, ey. Aber naja, da steckt man halt manchmal nicht drin, ne? Und deswegen heute Morgen, ey, ich dachte schon, ey, ich muss eine Migräne-Tablette nehmen, aber nee, Gott sei Dank nicht. Also, Kopfschmerztablette. Ne, Migräne-Tablette gibt's doch, glaube ich, auch, ne? Extra Migräne-Tablette, oder? Warum mache ich das überhaupt? Warum rede ich so viel? Klar, muss ich auch irgendwie machen, zumindest ein bisschen so. Also klar ist auch man nicht verkehrt, wenn man nicht redet, weil man denn die Musik vielleicht eher genießen kann oder so. Aber Toads Autobahn fand ich schon früher auch voll cool. Also die war zwar ein bisschen anders aufgebaut und auch schwieriger und ein bisschen enger, nicht so breiter. Aber die fand ich früher cool, auch wenn viele die auch gehasst haben. Bei Mario Kart 8 denke ich mal nicht, dass sie die hassen, weil die ist eigentlich ganz easy. Er war so, ne? Flugdings.
Jo, ich bin einfach in meine Banane reingefahren, aber es wurde halt nicht mehr gezählt wegen dem Blitz. Auch interessant. Hab ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Ah ja, aber was ich jetzt sagen wollte, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen zu spät kommt, weil wie schon gesagt, ich nehme die ja halt auf und so, ja gut, den überhole ich jetzt nicht. Hatte ich nicht die richtigen Items gehabt. Aber zweiter ist ja auch okay. dass ich hoffe, oder, also dass ich hoffe, dass eure Ferien schön sind oder schön waren. Weil wie schon gesagt, manche haben ja jetzt noch Ferien, also zumindest wo ich das jetzt noch aufnehme, im Mai denken sich manche so, hä, okay. Aber ist ja auch egal, nicht so schlimm. Und was, wir sind schon durch? Ich sag mal, was ist hier los? Ich fange hier an zu labern und ja. Und dass ihr schöne Ostern hattet, das wollte ich auch noch sagen. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal im Bananencup wieder. Tschüss!